schaue nur kurz, ob man da nicht irgendwo runterhüpfen kann. Natürlich nicht. Tja, wo war dieser Raum mit dem fliegenden Kopf? Wisst ihr es noch? Ich jedenfalls nicht. Deswegen werde ich jetzt einfach so mal die ganze Gegend durchsuchen, ganz schnell. Irgendwann finden wir den schon. Hier war unser Raum. Juhu. Schau, wie wir mit der Overboard-Rüstung einfach so mal, weiß ich nicht, 20 Meter hüpfen. Friedan ist so wie Siegfried, er kann einfach mit seiner fetten Rüstung alles machen. Nur die von Siegfried ist, glaube ich, auch aus Eis. Aber diese hier ist real aus Metall. Und HP, Power, ja. Yeah. Das sind aber jetzt echte Gegner. Die sind auch jetzt grün, nicht lila. Natürlich kommen wir da nicht drauf. Wäre ja zu schön. Sackgassen bis zum Gehtnimmer. Aber wenn ich so denke, dass der Tempel ja eigentlich gar nichts ist im Vergleich zu den anderen, die mir jetzt schon komplett entfallen sind, denke ich gerade dran, wie lange wir da herumirren werden. Also, ja, das kann noch lang dauern. Mann, ich habe es einmal vor 2 Jahren geschafft, jetzt schaffe ich es nochmal irgendwie. Ich schaue jetzt da drüben, mich zu treffen. Ich stehe zu weit unten. Thank you.
Ja, gut, solange, nein, ich meine, so langsam neigen wir uns im Ende, schätze ich, unserer Reise. Wir werden bald in einen Raum voller Goldfliesen kommen, in der wir unsere wunderhübsche neue Melodie anwenden werden. Schauen wir mal da noch unten. Okay. Vergesst es, was ich gesagt habe, mein Ende. Ich habe mich wieder geirrt. Schatzkiste und ein Speicherdingsbums. So wird's im nächsten Part weitergehen. Also dann ciao Leute.